Wir haben uns überlegt, wir starten eine neue Reihe. Und zwar kriegen wir immer Tipps von euch Jugendlichen, was ihr gerne hättet. Und es gab ganz am Anfang einen Tipp vom Erik, der gesagt hat, er würde gerne ein bisschen was über Jugendarbeit wissen. Und Nico und ich haben schon seit ganz lange, ja, übertrieben, aber wir hatten schon ewig lang die Idee, ein Rezeptebuch zu machen. Ein Chill-Rezeptebuch. So, und damit starten wir jetzt heute. Die Kerstin ist bei uns. Schön, dass du da bist, Kerstin. Kerstin war letztens einfach ganz spontan mal da und dann haben wir uns unterhalten, wie wir das jetzt auch tun. Ja. Und dann haben wir gesagt, ah, hättest du nicht Lust, das zu machen als allererste? Wir brauchen so Leute, die irgendwie mit uns zu tun haben, mit denen wir kooperieren oder was auch immer. Und die für uns ein Rezept haben, egal ob kochen oder backen, aber irgendwas Leckeres. Da haben wir dann auch was davon. Ja, was wir dann in unser Rezeptebuch auch reinheften können. Und das erste Mal machen wir das gemeinsam. Also was heißt gemeinsam? Nee, Kerstin backt und ich schwätze da nebenher mit ihr. Genau, Kerstin, was machst du für uns? Ich mache heute Erdbeer-Maulwurf-Kuchen. Oh, ich liebe Erdbeer, das setzt sich jetzt fort. Wir hatten ja den Erdbeerteig, ja, genau. Da haben wir ja Milchshake gemacht und Erdbeerquark. Ja. Und jetzt, oh, und ich darf so viel verraten, ich habe schon ein Bild gesehen. Und das sieht so lecker aus. Also, ja, ich freue mich drauf. Ja. Dann wirst du uns jetzt sagen, wie das funktioniert, oder? Genau. Also für den Kuchen oder für den Teig brauchen wir 125 Gramm weiche Butter. Dann 100 Gramm Zucker und eine Prise Salz, ein bisschen Vanilleextrakt, 3 Eier, dann 160 Gramm Mehl, 40 Gramm Kakao, 2 Teelöffel Backpulver und 125 Gramm Milch. Und zuallererst müssen wir die Butter. Okay. Genau. Und Erdbeeren, oder? Wo sind die Erdbeeren, Kerstin? Wo sind die Erdbeeren? Ich brauche Erdbeeren. Kerstin, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Schon lange, oder? Schon ganz lang. Schon seit Obernau. Seit ich in Obernau auf der Schule bin. Von der Schule kennen wir uns das noch, genau. Und wann bist du von der Schule weggegangen? Ich weiß schon gar nicht mehr, du bist schon so lange. Bei mir? 4 Jahre. Vor 4 Jahren. Ja. Genau, und wir kennen uns von der Schule? Ja. Aber du darfst erst holen, wenn du willst. Ich rede zwischendurch noch weiter. Ich will dich nicht ständig ablenken. Naja, schmeckt. Also wir müssen jetzt die Butter, das Salz und den Zucker cremig backen. Sorry, ich wollte dich nicht verwirren. Also mir gesagt hat, ich habe keine Ahnung. Ist das okay? Ich hatte Angst, dass man euch nicht hört. Dass man uns nicht hört, ich sag's jetzt nochmal. Also Kerstin hat gerade erzählt, eigentlich hat sie mich schon das erste Mal gesehen, als sie in der 4. Klasse war. Ja. Wir verraten jetzt nicht, wie alt du bist, oder doch? 20. Und 4. Klasse, da warst du so 10? Ja. Also 10 Jahre. Vor 10 Jahren hat Kerstin mich das erste Mal gesehen. Und zwar habe ich da hier angefangen, da gab's das hier noch nicht, da war hier tatsächlich, wart ihr hier als Klasse drin, in diesem Raum? Genau, nebenan waren wir, glaube ich, als Klasse drin. Und okay. Wir haben dann nur den Raum gehabt und haben den hierher gesichtet. Nee, wir haben erst angefangen, nachdem ihr weg wart. Ja. Mhm. Da war der Herr Brauschke noch da, gell? Ja, genau. Ja, genau. Und dann haben wir uns in der Schule wieder getroffen. Ja. Und zwar in der anderen Schule, in der Franz-Rapp-Schule. Aber die hieß noch nicht Franz-Rapp-Schule. Die hieß GWRS. Grund- und Werkrealschule. Genau. Und ich habe immer gedacht, irgendwie braucht die mal einen Namen. Das ist so komisch, ich bin an der GWRS. Und jetzt sind die Schüler an der Franz-Rapp-Schule. Ja. Okay. Aber jetzt erzähl mal, was müssen wir denn noch tun? Jetzt haben wir das cremig verrührt und jetzt kommen die restlichen Zutaten einfach dazu. Die Zutaten gibt es ja dann im Rezeptebuch auch. Genau. Also, das ist ein guter Tipp, dass man sich das hinterher mal besorgt im Rezeptebuch von uns. Eier. Ja? Genau. Mmh. Und das verrühren wir jetzt. Jetzt wird wieder gerührt, jetzt schweige ich still. Genau, wenn wir das. Und in welcher Klasse war ich da schon? Also, ich habe ja mit 30% mal angefangen, das war ganz am Anfang. War das schon die Zeit, wo wir uns direkt am Anfang kennengelernt haben? Oder erst als ich auf 50% gegangen bin, ein Jahr später? Weißt du das noch? Ich glaube, so richtig, wo wir uns so richtig kennengelernt haben, war erst, wo die Probe
noch ganz oben im Dachboden da. Genau. Ja. Sag mal ehrlich, Kerstin, war das nicht toll? Ja. Oben auf dem Dachboden? Ja. Da konnten wir alle ganz schnell vorbeikommen. Genau. Ja. Fandest du das hilfreich, Schulsozialarbeit? Ja, finde ich schon. Also gerade für Schüler, wo Probleme habe und vielleicht sind auch viele Probleme in der Schule, gerade mit Mobbing oder so, ja, ist schon schön, wenn man vielleicht an jemanden hält, wo man hingehen kann, mit dem man reden kann. Mhm. Ja. Also du hast es auf jeden Fall als sehr positiv empfunden. Ja, finde ich schon. Ja, das ist sehr schön zu hören. Ja, und man sieht ja auch, also der Kontakt ist geblieben. Genau, ja. Kerstin war dann im Team vom Mädchentreffen an. Ja. Darf ich ja mal so sagen, genau. Jetzt lasse ich dich wieder runter, dann erzähle ich weiter. Kerstin, mal was ganz anderes. Warum heißt der Maulwurfkuchen Maulwurfkuchen? Guckt der da raus nachher? Das sieht man dann nachher, also der Kuchen sieht nach aus wie ein Maulwurfhut. Oh, ich finde ja so ähnlich. Ich wollte es eigentlich hören, weil ich habe ihn ja schon gesehen. Ja, aber einfach für die, die das jetzt angucken, der sieht wirklich so aus. Also wie so ein Maulwurfhut. Genau. Wenn wir jetzt ganz kreativ werden, können wir noch einen Maulwurf machen, irgendwie aus irgendwas, aber das tun wir nicht. Genau, ich wollte von Kerstin noch erzählen. Also Kerstin war dann lange im Team vom Mädchentreff. Ja. Und ich glaube, du hast es auch gern gemacht, so wie alle, die mal im Team vom Mädchentreff waren, oder? Ja. Erzähl mal so vom Mädchentreff, für die, die es nicht wissen, was wir so machen. Also im Mädchentreff, wie gesagt, sind ja nur Mädels. Und also ich finde es voll cool, weil da kann man nur Mädelszeug machen. Und man hat echt viele coole Sachen gemacht. Zum Beispiel sind wir oft nach Aachen shoppen gegangen oder habe so Entspannungstage gemacht. Ja. Oder auch gebacken und gekocht. Warst du dabei, wo ich fast selber eingeschlafen bin? Ja, bei der Traumreise. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, und weil wir, also du warst halt auch bei einem großen Projekt dabei, was wir vor nicht allzu langer Zeit gemacht haben. Genau. Du weißt, was ich meine? Beim Weltmädchentag. Ja. Genau, Weltmädchentag. Natürlich. Voll gut, oder? Lecker sieht es jetzt schon aus. Genau. Ja, und also Mädchentreff war Kerstin drin, aber das ist noch nicht alles. Auch jetzt ist Kerstin immer noch da und zwar ist sie amtierendes Mitglied im Jugendbeirat. Ja. Mhm. Also Kerstin ist so, ihr werdet noch viel mehr nachher erfahren, aber also Jugendbeirat ist auch voll cool, dass du da drin bist. Ja, finde ich auch. Also im Jugendbeirat kann man sich auch selber einbringen und seine Idee. Und eigentlich kann man auch sowas verändern. Okay. Ja. Also ich finde es wirklich cool. Und ich finde es auch toll, dass wir zwei Mädels haben. Genau. Einfach für die Frauenquote. Ja. Weil ich glaube, dass es da auch unterschiedliche Interessen manchmal gibt. Ja. Und es ist gut, wenn alle vertreten sind. Ja, finde ich auch. Also von daher ist es eine super Sache, dass du auch da dabei bist. Ja. Ich hoffe, du bleibst uns noch nachher erhalten. Bestimmt. Ja. Weil da können wir auch gleich nachher mal drüber reden, wie schwierig es ist, auch Jugendliche zu gewinnen. Ja, das stimmt. Leider. Mhm. Aber jetzt lasse ich dich was zum Kuchen sagen. Kommt jetzt in den Ofen oder was? Genau, also ich habe den Teig in einem Backring gemacht. Den haben wir auf 20 cm Durchmesser eingestellt. Und den Backring habe ich gerade mit einem Backpapierumschlag. Es geht ganz einfach, da muss man einfach das Backpapier so einschlagen. Und es hebt dann auf von ganz allein. Und der Ofen haben wir jetzt vorgeheizt auf Ober-Unterhitze, 170 Grad. Und da kommt der Kuchen jetzt für 30 bis 35 Minuten rein. Okay, jetzt kommt der Kuchen in den Ofen. Und ich hoffe, dass der Backofen auch gut backen kennt. Die Schwierigkeit, Kerstin.
Genau. Ist halt schon alt. Ich meine, der Jugendtreff war am 1. März haben wir 10 Jahre Jugendtreff gefeiert. So lange gibt es alles schon. Ich meine, dafür funktioniert es auch relativ gut. Ja. Aber ja, mit manchen Schwierigkeiten haben wir halt dann auch schon zu kämpfen. Genau. Wie geht es jetzt weiter bei deinem Kuchen? Wir müssen jetzt die Sache spülen, weil ich brauche dann die Füße für die Kuchen. Und die können wir so lange machen, wie der Kuchen im Ofen. Okay. Genau. Also Jugendfahrrad, da waren wir stehen geblieben. Und Jugendfahrrad ist mir ein absolutes Herzanliegen. Ja. Aber das weißt du, Kerstin, gell? Ja. warst du eigentlich auch damals bei der Aktion dabei, wo wir alle Jugendlichen angeschrieben haben? 2017? Nee, da war ich nur mit dabei. Da bin ich erst reingekommen. Genau. Aber ohne diese Aktion, weil dich kannten wir ja vorher schon, ja, genau. Das war eine traurige Aktion. Wir haben wirklich 567 circa Jugendliche angeschrieben und haben keine Antwort gekriegt von niemandem. Aber trotzdem haben wir... Wie viele Jugendbeiräte? Sechs, genau. Immerhin sechs. Und lieber sechs richtig toll aktive wie 10 passive. Ja. Und im Moment ist es halt ein bisschen schwierig wegen Corona, aber da wir ja nicht wissen, wir dürfen ja jetzt wieder aufmachen in geringem Umfang. Das heißt, wir können 4 Jugendliche einladen und Nick und ich können dann ein Angebot machen, aber wir dürfen nur feste Gruppen machen. Das heißt, wir können gar keinen offenen Treff im Moment machen. Und wir haben aber vor, den Jugendbeirat jetzt mal dann vor allen Dingen zu hören als Erste, wie ihr euch denn vorstellen könnt, wie wir jetzt mit einem festen Gruppenangebot weitermachen können. Ja, ihr seid die Stimme der Jugendlichen. Und da werden wir uns demnächst mal zusammensetzen und gucken, wie kann denn das gehen. Genau. Genau. Aber ja, also ich finde es toll, wie gesagt, dass wir den Jugendbeirat haben. Und wir müssen uns immer wieder Gedanken machen, wer Kerstin, wie halten wir das aufrecht? Mhm. Also 2019 hat sich im Oktober der neue Jugendbeirat wieder zusammengesetzt, also der aktuelle. Ja. Und das heißt, dass nächstes Jahr im Oktober wir wieder, also ich wieder auf der Suche sein werde nach Jugendlichen, die dann uns unterstützen. Genau. Wirst du dabei sein? Ich denke, ja. Das war jetzt gemein, gell? Vor der Kamera jemand zu fragen. Ja. Aber ja, also Kerstin hätte natürlich wie alle anderen auch gerne weiterhin dabei. Also es wird für einen zu Ende gehen. Ja. Das ist für unseren Jugendbeiratssprecher, für den Daniel, weil der jetzt dann absolut die Obergrenze vom Alter der erreicht hat. Der uns aber immer treu war und dann müssen wir halt gucken, wer macht Jugendbeiratssprecher, wer macht Stellvertreter. Und das ist jetzt natürlich auch Schleichwerbung. Also ich hoffe, dass das jetzt Jugendliche sehen, die sagen, ja geil, das will ich auch, das ist eine voll tolle Sache, wenn ich meine Interessen einbringen kann, weil das stand auch genau, wenn Jugendliche gehört werden. Weil mir ist auch aufgefallen, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Kerstin, jetzt in den ganzen Sachen, wenn es um Jugendliche ging, es ging zwar in Corona-Zeit um Jugendliche, aber eigentlich immer nur darum, wie man in Schulding das weiter ermöglichen kann. Aber so die Interessen der Jugendlichen sind eigentlich gar nicht abgefragt worden irgendwo, ja, oder? Wie siehst du das? Ja, würde ich auch sagen. Ja? Schon schwierig in der Zeit, auf alles zu achten. Ja, natürlich, ja. Aber zusammenfassend ist die Jugend halt immer hinten dran, ne? Immer erst wäre der andere Sache ja. Das muss man schon sagen. Und da sehe ich auch unsere Aufgabe drin, immer mal wieder zu sagen, hey, aufmerksamer. Es gibt uns auch Jugendliche gehört. Richtig. Genau. Ja. Und die sind ja nicht unwichtig, also auch für die Zukunft der Erwachsenen seid ihr ja mega wichtig. Ja, das ist das. Und wir sind ja dann eigentlich die späteren Erwachsenen. Genau. Okay. So, und jetzt geht's weiter mit der Creme? Genau. Also für Creme brauchen wir 500 Gramm Sahne, 200 Gramm saure Sahne, 30 Gramm Puderzucker. Mm. Dann brauchen wir 7 Teelöffel Sanapat, das ist, damit die Sahne steif bleibt. Dann, also Sahne steif? Ja. So heißt es auch manchmal, oder? Oder ist es was Spezielles? Ich denke, das ist so ähnlich. Ist wie Sahne steif? Dann wird
wir da unser Vanilleextrakt und wer möchte, kann so Schokotrops. Das hört sich gut an. Also Sahne, saure Sahne. Ja. Schokostückchen, Puderzucker, alles so süße Sachen. Ja. Backst du gerne, Kerstin? Ja, mache ich gerne. Backst du lieber oder kochst du lieber? Ich oder tu lieber backen. Ah, okay. Ja. Das ist gut. Deswegen auch dein Rezept für uns, ein Backrezept. Genau. Genau. Erzähl mal, was könntest du dir, du bist ja heute die Erste, also es ist ja Premiere, dass wir Leute einladen zum Quatschen und Kochen und Backen. Ja. Wen würdest du, also wenn du jetzt bestimmen könntest, also was fändest du interessant, wen man einladen sollte? Gib mal Tipps, was du gut fändest. Ich fände es auch interessant, vielleicht noch generell andere, wo auch mit Jugendarbeit was zu tun habe. Also wichtige Menschen oder auch vielleicht andere Leute von anderen Jugendtreffs oder so. Fände ich auch interessant. Ja, stimmt, das ist auch cool. Vielleicht auch jemand aus dem Gemeinderat oder so. Vielleicht hätte die auch Interesse. Das wäre auch toll. Also, wenn irgendwelche Gemeinderäte der Stadt Oppenau, eigentlich Stadträte der Stadt Oppenau, das jetzt angucken. Wenn keine Einladung von uns kommt, bitte gerne auch mal zukommen. Bitte ja, kommen! Ja, das ist ein guter Tipp, ja, stimmt. Ja. Ja, also Leute, die mit Jugendarbeit irgendwie zu tun haben. Andere Jugendtreffs, Gemeinderäte, also Politik. Ja. Genau. Natürlich auch für dich noch andere, so einen Jugendbeirat drin sind, bitte dann auch nochmal jemanden. Fände ich auch toll, genau. Ja, unser Paar aus dem Jugendbeirat. Also ich meine, der Jugendbeirat hat ja nicht nur was sehr Sinnvolles, Sinnstiftendes, sondern auch oft einen netten Nebeneffekt und ein riesentoller Nebeneffekt war, dass wir ein Paar haben, gell? Genau, ja. Daniel und Jana, die können eigentlich zusammen kochen, oder? Ja, das wäre. Also Daniel und Jana, falls ihr das hört, ihr seid geladen. Und Joana kann eh gut backen. Ich weiß nicht, am Weltmädchentag hat sie Muffins gemacht. Ja, die waren echt lecker, gell? Ja, die haben super aus. Hat sogar der Bürgermeister gegessen. Ja. Also, genau. Ja, also das hat ihr auch schon gedacht. Jugendbeirat finde ich auf jeden Fall cool, wenn die alle da wären. Einfach, dass die Jugendlichen auch nochmal sehen, die es angucken, wer ist alles so im Jugendbeirat. Genau. Aber jetzt müssen wir Kerstin wieder rühren lassen. Ja. Ich lasse sie jetzt rühren. Also, ich habe alles zusammen geschüttet gemacht. Wie viel er möchte, können wir dann gerade unterheben. Ja. Also wir wollen, wenn wir den essen dürfen überhaupt, natürlich. Naja, dann kehrst du den einfach wieder mit. Mehr auch. Wir freuen uns auf den Kuchen. Oh, so gut. Genau, und jetzt hat, solange der Kuchen noch backt, kommt die Creme einfach in den Kühlschrank. Genau. Und da muss sie wie lange stehen? Das gibt keine Zeitangabe, einfach so lange wie die Kuchen im Ofen ist und abkühlt, im Kühlschrank stehen. Okay. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Was machen wir? Jetzt schneiden wir die Erdbeere. Also für die, wo nachher in den Kuchen reinkommen. Die ich so liebe.
Also es ist gut, dass du die machst, weil wenn ich die jetzt schneiden würde, dann hätten wir mehr von der Menge gebraucht, weil ich zwischendurch immer was esse. Machst du das auch? Ja, jetzt heute. Jetzt natürlich nicht, aber normalerweise. Nicht voll auf der Kamera. Also, okay. Ja, so geht mir das auch. Also ich muss halt immer mal zwischendurch naschen, aber das mache ich auch beim Kochen so. Ja. Also, definitiv. Ja, und die Erdbeeren kommen dann in die Creme. Oder genau, die kommen nachher, wird der Kuchen wurde ein bisschen auskühlt. Und dann wird das, was wir nachher rausnehmen aus dem Kuchen, wird verbröselt, weil das schon nachher das ist, was rauskommt. Was so aussieht wie dieser aufgeworfene Hügel. Genau. Und die Erdbeeren kommen dann nachher quasi auf die Bohne drauf und dann die Creme drauf. Ah, okay. Genau. Oh, ich freue mich schon, das ist ganz schön. Ja. Oh Gott. Ja. Und wichtig ist auch, dass man die Erdbeeren gerade abschneidet, ohne damit sie nachher auch nicht stehen. Oh, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Weil ich hätte jetzt schon drauf gestellt. Ja. So Leute, da gehe ich gerade mal nah hin, weil das muss man dann auch doch mal gesehen haben. Gerade geschnittene Erdbeeren, genau. Genau. Ja, wie es gemeint ist? Ja, nein, es ist. Als ihr seht. Scherzchen von mir. Genau. Und dann ist es schon fertig, oder? Ja. Voll cool. Wir haben vorhin aufgehört, darüber zu sprechen. Jugendbeirat, gell? Ja. Und dann haben wir, einfach, dass ich nochmal für mich weiß, dann haben wir darüber gesprochen, wen könnte man denn mal einladen, gell? Ja. Und da hat uns noch was eingefallen, nämlich auch. Genau, du hast noch genau ein paar Sachen gesagt. Die Thema vom Mädchen-Mädchen-Treff. Vom Chill. Genau. Genau, ich finde auch, weil die gehören ja auch mega dazu. Genau. Fällt dir sonst jemand ein? Was wir sonst noch vergessen hätten, vielleicht? Haben wir mal gedacht, dass vielleicht noch Lehrer oder so. Ja. Also, wer mir da spontan einfällt, ist auch Thilo Becker, falls den jemand sieht, weil der auch mit uns das Theaterprojekt gemacht hat, schon zweimal. Also. Und als Liebespaar nachgestellt ist, wäre es auch witzig. Stimmt, den könnten wir auch fragen. Und Schulleitung, Frau Brandstätter vielleicht? Ja. Und da müssten wir aber auch, wir haben gesagt, Gemeinderäte müssen wir auch den Bürgermeister fragen, oder? Das stimmt, ja. Der war ja auch da, da kannst du dich erinnern, da war der ja auch hier, als wir als Bürgermeisterkandidaten alle eingeladen waren. Genau. Jugend trifft Politik hieß es, glaube ich, ne? Genau. Ja. Ich kann mich noch dran erinnern. Haben wir denn auch noch was hängen hier sogar? Ich weiß nicht, Plakat oder so, das könnte irgendwo sein, aber ja. Also klar. Auf jeden Fall, ja, wäre das auch nicht schlecht, mal zu gucken. Jetzt hat er ja schon ein bisschen was von seiner Amtszeit rum. Was er uns so zu sagen hat. Damals gab es auch, das wissen gar nicht alle, weißt du noch, wir haben ein Wahlversprechen gehabt, ja. Genau. Das wurde auch unterschiedlich ausgewählt. Aber das könnten wir ja dann auch nochmal nehmen und mal gucken, wie viel vom Wahlversprechen eingehalten wurde. Das stimmt. Ja. Oder generell so Politik. Ja, Jugend und Politik. Ja. Immerhin sind wir ja auch bei den Gemeinderatssitzungen, wenn es Themen gibt, die Jugend betreffen oder ihr seid da. Also das muss ich vielleicht auch nochmal erklären. Also ich bin ja kein richtiges Mitglied des Jugendbeirats. Ich bin nur beratend und begleitend dabei als Jugendreferentin. Aber sollen wir mal aufzählen, wer da alles ist? Daniel, Joanna, Raphael, Silas, Kerstin, Jeremias. Das sind alles richtige Jugendbeiräte. Und ich bin nur so Beiwerk. Und die Jugendbeiräte, die kommen auch in den Gemeinderat, wenn es was gibt, was halt den Jugendbeirat auch betrifft oder die Jugendlichen. Weil ja die Jugendlichen auch beraten werden sollen. Und ist auch so, Susanne, also ich kenne mich da jetzt nicht so perfekt aus wie du, aber ne, yes. Ich glaube so, dass verschiedenste. Dass verschiedenste Positionen hier aufgegeben werden, wie. So Schriftführer, Protokoll und so. Aber auch im Jugendbeirat, ja, genau. Klar. Also wir haben es ja vorhin schon mal davon gehabt, Jugendbeiratsprecher seit Urzeiten ist der Daniel. Und seine Stellvertreterin ist die Joanna. Ja. Schriftführer ist Raphael. Und wer ansonsten noch Zeit hat, das wechselt auch manchmal. Also im Prinzip, glaube ich, seid ihr ein gutes Team und macht sehr viel miteinander. Ja. Also ich finde, das sieht sehr gelungen aus, was du da jetzt gerade hast. Und jetzt weiß ich auch, warum du den Rand dazu gemacht hast.
Sieht schön aus. Und jetzt wird die Mitte rausgeholt, oder? Genau. Das ist cool. Das ist echt cool. Findest du es gut? Ich muss auch noch ein bisschen mich erheben und spickeln. Ich setze den Kuchen hier auf die Platte. Ja. Okay. Und jetzt machst du da Krümel raus. Genau. Also, wir schneiden jetzt einfach hier am Rand und so eine Linie. Ja. Dann ist es noch einfacher, können wir einfach mit dem Löffel eben den restlichen auslöffeln. Ja, deswegen liegt auch schon der Löffel bereit. Genau. Genau, gut vorbereitet. Ja. Aber du schneidest nicht bis ganz runter, gell? Nee, einfach nur, dass ich so eine Linie habe, dass ich... Dass du mit dem Löffel das so ungefähr, genau, dass du den Rand einigermaßen hast. Genau. Okay, das ist gut. Also Kerstin hat perfekt alles bereitgestellt. da ist die Schüssel schon, der Löffel war schon da, also man kann sich gut vorstellen und das sieht echt cool aus. Es sieht so, als würde sich jetzt der Maulwurf nach oben graben. Wir hatten als meine Kinder klein waren, hatten ein Buch über den Maulwurf Grabowski. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von den Leuten, die jetzt zugucken, kennt, aber das war echt ein süßes Kinderbuch. Da, an den muss ich jetzt denken, mit den Grabschaufeln, der sich da so nach oben gräbt. Ja. Das ist voll cool. Wir hatten auch irgendwie ein Buch von irgendwie einer Laus, Luzi oder so. Und der Maulwurf Grabowski. Aber das sieht jetzt echt richtig cool aus. Richtig super. Echt schön. Genau. Und jetzt haben wir den Kuchen ein bisschen ausgehöhlt und da kommen jetzt die Erdbeere rein. Jetzt weiß ich auch, warum die so schön glatt sein müssen. Genau, und das sieht echt richtig cool aus. Oh, Leute, ihr dürft uns beneiden, weil wir dürfen das gleich essen. Und wer will, kann es aber natürlich nachbacken und nachdekorieren. Also es wird am Ende des Videos wird's auf jeden Fall die Zutatenliste und das Rezept geben. Und wir werden irgendwann ein tolles Chill-Rezeptbuch haben mit allen Rezepten von allen Leuten. Und die wir vorhin schon mal so namentlich erwähnt haben, wo wir gesagt haben, oh, das können wir uns gut vorstellen, die einzuladen. Ja. Die können sich schon mal Gedanken machen, ob sie was kochen oder lieber was backen oder was auch immer. Kerstin hat jetzt die Creme aus dem Kühlschrank geholt. Und die tun wir jetzt einfach hier draufsetzen. Boah, das ist echt gut, Kerstin. Doch, also nicht schlecht. Da freuen wir uns drauf. Genau, und wenn wir dann gleich Kuchen essen, dann reden wir in Ruhe weiter. Weil Kerstin ist nicht nur im Team Mädchentreff gewesen und hat sich an Projekten beteiligt. Nein, Kerstin ist auch im Jugendbeirat und sie hat noch ein Projekt mit mir gemeinsam angestoßen. Und da erzählen wir aber erst weiter drüber, wenn wir unseren Kuchen vor uns stehen haben und Kuchen essen. Und dann berichten wir euch darüber. Es soll ja noch ein bisschen spannend bleiben. Und außerdem wollen wir jetzt erst Kerstin zugucken, wie sie den Kuchen fertig macht. Die Maulwurzel. Leute, das sieht doch immer satisfying aus, oder? Findet ihr nicht? So Creme, oh, der ganze Haufe, schaut euch an. Irgendwie scheint der Nick mega beeindruckt zu sein. Die Geräusche, die er von sich gibt, sind sehr interessant. Ja, natürlich. Aber das sieht gut aus, wirklich wie ein Bügel. Richtig gut. Genau, und die Creme, die verstreichen jetzt einfach bis hier an der Wand. Ja. Sehr schön. Und dann kommen die Krümel drauf. Ja. Richtig gut. Also ich freue mich schon auf den nächsten Gast auch. Ich bin jetzt echt gespannt, wer da so kommt und wer für die Chill-Community ein cooles Rezept da lässt. Ja, bin ich auch gespannt. Aber dankbar sind wir auf jeden Fall über jeden. Ja, auf jeden Fall. Und falls es Jugendliche gibt, die wir jetzt nicht genannt haben, die einfach sagen, boah, ich koche so gerne, ich backe so gerne und ich habe echt Lust, auch was zu machen. Alle, die unter 18 sind, brauchen natürlich die Einverständniserklärung der Eltern. Aber wenn das alles safe ist,
dürft ihr auch gerne mit einem Rezept zu uns kommen. Und wir machen auch ein nettes Gespräch und gucken uns mal an, was ihr so zu kochen habt. Also meldet euch einfach. Der Nico und ich, wir freuen uns. So sieht's aus. So, jetzt wo wir verstriche haben. Jetzt weiß ich auch, warum Kerstin mich am Anfang gebeten hat, den Kuchen anzuschneiden. Weil ich glaube, das ist tatsächlich nicht so einfach. Nee. Mit den ganzen Krümeln da drauf. Aber ich werde mein Bestes geben, weil ich will ja ein Stück Kuchen haben. Wie viele Stücke machst du immer so aus allen so einen Kuchen? Aus dem jetzt ein bisschen weniger, gell, oder? Ja. Das ist schon schwierig zum Schneiden. Ja, ich bin hier gleich echt gespannt, das ist eine Herausforderung für mich. Wer hat ihn jetzt schön zerbröselt? Jetzt kommen einfach die Krümel hier an die Creme dran. Genau. Und das ist jetzt schon ein bisschen Frimmelei, oder? Ja. Heißt es hier auch Frimmelei? Ja. Oder sagt man es nur bei uns? Nee, bei euch auch. Okay. Bisschen anders betont. Wie betont ihr das? Frimmelei, klar. Also Frimmelei. Okay. Ja. Aber ich bin mir ganz sicher, oder? Ja, doch. Gut, also Frimmelei. Es ist eine Frimmelei. Ja. Und für die Westfalen, die zufällig hier sind und das anschauen, Frimmelei. Das ist echt eine Frimmelei. Nicht so einfach, aber Kerstin macht es gut. Machen wir doch. Boah, das kriegen wir noch hin, oder? Aber es sieht echt richtig cool aus. Und ich muss es einfach nochmal sagen, also ich habe mit Kerstin letzte Woche erst gesprochen, gell? Stimmt. Ja. Und sie hat sofort einen Tag später mir das Bild von diesem Kuchen geschickt und ich habe dann sofort gesagt, ja, super, wann? Und schon ist sie hier. Also es geht unter Umständen recht schnell, wenn ihr euch entscheidet, das zu machen. Das kann manchmal sehr schnell gehen. Manchmal kann es auch ein bisschen länger dauern, weil ihr kennt das ja. In der Jugendarbeit ist kein Tag wie der andere und man weiß ja nie, was so kommt. Und davon machen wir das natürlich immer abhängig. Aber und haben Zeit. Genau, das kennt Kerstin auch noch, gell? Genau, Kerstin hat ja auch bei mir Praktikum schon gemacht. Mhm. Also die kennen sich wirklich mega gut aus mittlerweile. So. Und auch das war toll, gell? Deine Praxisanleiterin war auch von uns begeistert, oder? Ja. Ja. Daumen hoch. Cooler Kuchen. Echt, Kerstin, sieht gut aus. Du darfst jetzt nach hinten gehen. Ich hole jetzt für uns Teller raus. Einfach damit wir den Abstand halten. Genau. Und wir sehen uns dann gleich beim Anschneiden, oder? Ja. Ja. So, mein Herz klopft. Soll ich es wirklich machen? Ich muss es anschneiden. Was für eine Ehre. Und wenn das jetzt daneben geht, schiebt aber keiner mich näher. Tadadada, ich versuch's jetzt mal. Ist gar nicht das Schwierige. Ich glaube, das Schwierige wird sein, das ordentlich auf den Teller zu kriegen. Kann das sein, Kerstin? Ja, ich muss ihn hinlegen. Ich muss ihn hinlegen. Okay, also ich werde mich jetzt ganz arg bemühen. Kerstin, du kriegst natürlich das erste Stück. Oh. Ist das fein. Mach das jetzt so. Ich gebe mir jetzt echt ganz viel Mühe. Ich hoffe, das wisst ihr zu schätzen. Boah, das sieht doch gut aus, oder? Was sagst Respekt. Du? Und jetzt kriegst du auch noch eine tolle Serviette. Aber leider muss ich dir so machen. Weißt du, woran mich das erinnert? An Cowboys. Ja. So, die dann die Gläser so über die Theke schieben. Ja. Und das ist jetzt, also es ist schon krummelig, ne? Aber das macht überhaupt nichts. Das ist jetzt das für den Kameramann. Oh. Dem bringe ich das jetzt weiter weg. Dankeschön. Damit er auch was essen kann. Oh. So. Solange mal hier kurz Nahaufnahme. Oh. So, und jetzt kriege ich auch. Bei mir wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Doch, es geht. Boah, das ist gut, ich habe es geschafft. Ja, hast du es super gemacht. Ich habe es geschafft. Yay, voll gut. Okay, also jetzt. Tasting.
Genau, guten Appetit auch an euch, die ihr das nachgemacht habt, ihr Lieben. Und an uns? Und an uns so oder so. Du hast auch was da stehen? Ja. Mm. Da gehe ich jetzt auch mal hin. Oh. Ist das lecker. Boah. Oh. Kerstin? Yes. Also wenn du noch mal einen Kuchen backen. Kein Problem. Es ist wirklich eh auch nett, mit dir zu plaudern. Ich freue mich auch immer, wenn ich dich sehe. Aber natürlich ist mit dem Kuchen natürlich noch Stufen besser. Ja. Mm. Luftig. Mm. Und es ist wirklich mega gut. Kerstin? Danke, schon gut. Super gut. Es schmeckt so lecker. Also auch diese Creme. Nachher musst du nochmal diese Sun Apart. Das muss ich mir unbedingt nochmal angucken, weil das ist echt gut. Richtig super. Ja, genau. Und ich habe vorhin gesagt, beim Kuchenessen unterhalten wir uns noch darüber. Kerstin hat mit mir, wir haben sowieso so tolle Sachen gemacht. Auch als du bei mir Praktikum gemacht hast, hast du tolle Sachen gemacht. Wir haben was zum Thema Essverhalten gemacht. Das war richtig toll mit ein paar Mädchen. Ja. Dienste auf uns zugekommen, ursprünglich erst auf mich als Vertreterin für Jugendarbeit, weil die überlegt haben, es gibt Selbsthilfegruppen für junge Erwachsene, aber das fängt frühestens ab 30 an, aber es gibt nichts für Jugendliche tatsächlich, junge Selbsthilfe. Und der hat dann gefragt, ob ich zu dem Arbeitskreis dazukomme und ob ich nicht noch jemanden wüsste, der das auch mitmacht. Und dann waren wir zu mehreren Treffen in Offenburg und wir sind eine von vier Gemeinden, Kommunen in der Ortenau, die das testen. Ja. Eigentlich. Ja. Leider ist uns was dazwischen gekommen. Wie überall. Ja. Corona-Times. Genau, aber wir lassen uns davon nicht abschrecken. Also wir haben im Ende Juli gibt es wieder ein Arbeitstreffen in Offenburg. Und dann gucken wir mal weiter, weil die haben ganz tolles neues Material, scheinbar, Werbeflyer und so. Ja, genau. Und wir haben noch ein paar ältere, aber ich habe vielleicht ganz nett mal so zu sagen, was so draufsteht. Ja. Und vielleicht sagst du auch nochmal, Kerstin, weswegen du das gut findest. Emma, es ist ja so, dass da ja nur Jugendliche drin sind in der Gruppe. Also Gleichaltrige, und es ist ja oft so, dass man auch mit seinen Freunden am besten manchmal über Probleme reden kann oder so. Und auch als Gleichaltrige haben vielleicht dieselbe Interesse und auch dieselben Schwierigkeiten. Mhm. Und das sind viele Leute, die einen dann verstehen und wo man hingehen kann, einfach reden kann. Genau. Und das ist anders, wie wenn das Erwachsene sind, genau, ja, die dann vielleicht sogar meinen, sie wüssten alles oder keine Ahnung. Es ist einfach gut, wenn man dieselbe Erfahrung gemacht hat. Ja. Wir haben auch in dem Arbeitskreis in Offenburg zwei Mädchen gehabt, die aus eigener Erfahrung da waren. Ja, genau. Die wurde ja selber, habe Erfahrung gehabt mit Mobbing in der Schule. Genau. Die auch Interesse dran gehabt habe. Genau, weil die haben gesagt, es hätte ihnen gut getan, so etwas zu haben. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, was braucht ihr, damit das gut ist, so vom Setting her. Und habe dann auch viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und zum Beispiel bei uns ist so, also unsere Gruppe, das wäre ja so a Peer Group. Also das heißt, alle im gleichen Alter. Mhm. Und das wäre dann auch nur Jugendliche. Und zum Beispiel ich wäre bei solchen Terminen dabei und gucke einfach, dass alles läuft und so. Mhm. Und es trägt ja auch nichts nach außen, als dass jeder dazu verpflichtet, aber nichts weiter sagt. Und damit es nicht passiert, dass irgendjemand überfordert ist, bin ich nicht dabei. Aber das war die Auflage, die man gemacht hat, dass immer ein, wir haben es genannt, wie eine Art Pate oder wie auch immer. Jemand da ist, falls irgendwas ist. Genau, und bei den Treffen bin ich dann im Büro. Aber leider hat es die jetzt lange nicht mehr gegeben und wir fangen quasi wieder bei Null an, wenn wir wieder anfangen. Ja. Wir müssen jetzt wirklich mal gucken, was im Juli, ob das Treffen auch stattfindet und was wir dann, also was das Amt für psychologische Dienste auch denkt, was wir machen können und ob wir wieder von vorne anfangen oder wie auch immer. Ja. Aber es ist, ich glaube, auch eine tolle Sache und was ich auch gut fand, war, dass wirklich Jugendliche dabei waren. Ja, wirklich. Weil ich Geplant hat und alles. Genau.
Also wir haben wirklich das so gemacht, wie ihr denkt, dass es gut wäre. Und das muss man halt ausprobieren. Von daher, also wenn Leute irgendwie das Gefühl haben, sie bräuchten einen Raum, wo sie ihre Sorgen und Nöte loswerden können. Wenn wir wieder anfangen, werden wir das Problem machen auf ein neues. Und ja. Aber wer Interesse hat, darf sich ja gerne bei dir melden oder bei mir. Wir haben ja extra so Flyer gemacht, wo E-Mail-Adresse und Handynummer draufsteht. Genau, und Kerstin war an der Schule? Ja. In den Klassen? Genau. Das war auch toll, gell? Ja. Magst du davon erzählen? Also, ich habe das Gefühl, dass gute Rückmeldung zurückgekommen ist von den Schülern. Es habe sich jetzt bis jetzt nicht viel gemeldet. Aber, also da keine Angst davor. Ich denke, wenn man dann die Leute kennt, wo das machen, dann traut man sich nochmal mehr. Genau, das war auch der Grund, warum du direkt hingegangen bist. Und ja, von daher ist es vielleicht auch gut, dass du jetzt hier bist heute und im Buch gegangen hast, weil ihr ja auch gesagt habt, dass man in so einer Selbsthilfegruppe jetzt nicht da nur sitzt und Probleme bespricht, sondern dass man auch was zusammen macht. Und natürlich können wir auch Kuchen zusammen backen. Also, oder irgendwelche anderen Dinge unternehmen und einfach, dass man weiß, oh, ich bin nicht alleine. Ja. Also es gibt noch andere, die haben ähnliche Probleme und wir machen aber auch tolle Sachen zusammen und ich versuche da mit fertig zu werden und rauszukommen. Und vielleicht schließt sich dann auch nochmal neue Freundschaft oder so. Und genau. Auch was mir dann in den Treffen mache, das entscheiden ja die Jugendlichen ganz allein selber, was sie Lust haben. Ja. Genau, also ich denke, wenn es wieder losgeht, dann geben wir Bescheid, aber ansonsten wirklich ruhig auch bei Kerstin melden. Also, ja. Und wenn man die Daten nicht hat, dann kann man mich auch fragen, ich weiß ja. Genau. Die Daten, ich weiß auch, dass ich sie weitergeben darf. Genau, aber wir können ja mal so zeigen, was es da gibt. Also ich finde zum Beispiel dies toll. Allein war gestern, gemeinsam ist heute. Zusammen schaffen wir Zukunft. Ich finde sowieso, zusammen ist einfach immer toll. Ja. Hammer. Du hast da auch noch Sachen liegen, gell? Mhm. Das ist eine coole Karte, wo man verschiedene Sachen ankreuzen kann. Zum Beispiel alle Zöpfe abschneiden oder Dampf ablassen. Und dass man halt zusammen viel schaffen kann. Genau, ich habe hier auch noch fast eigene Wege ermöglichen. Junge Menschen brauchen Rückhalt. Ja. Und den können sie am besten untereinander geben. Also, ja. Und das versuchen wir. Ja. Also, um das so ein bisschen abzuschließen, ich glaube, an Kerstin kann man sich ein Beispiel nehmen. Finde ich auch. Sehr viel und ist ja auch immer interessiert und versteht auch nicht, dass viele sich so zurückziehen und nichts machen. Und ich freue mich über die Jugendlichen, die sich so engagieren, weil Jugendliche für Jugendliche, das ist eigentlich das, was absolut Sinn macht und was toll ist. Und Kerstin, echt super lieben Dank. War schön, dass du heute hier warst. Ja, wirklich, danke schön. Gern wieder. Nicht nur inspirierend, sondern auch lecker. Ja. Ja. Also vielen Dank. Vielen Dank, ja.